Herzlich willkommen zu Modul 6 im Rahmen des MOOCs Das Internet in meinem Unterricht, aber sicher. Jetzt das Thema Urheberrecht für Lehrende. Ja, Lehrende sind auch Vorbild, wenn es um das Urheberrecht geht. Und da stellt sich natürlich als Lehrer oder Lehrerin oft die Frage, welches Material darf ich benutzen, welches nicht, was ist da zu beachten? Eine gute Lösung hier ist, sogenannte Creative Commons Lizenzen zu verwenden. Wichtig ist natürlich auch grundlegend, wenn man urheberrechtlich geschütztes Material nutzt, zu unterscheiden, darf ich das jetzt in diesem Kontext oder nicht. Und zum anderen auch noch zu überlegen, wenn man selber Inhalte erstellt, zum Beispiel Arbeitsblätter erstellt, diese auch als Creative Commons Lizenz zur Verfügung zu stellen, dass andere das nutzen können. Das Schöne ist nämlich bei Creative Commons Lizenzen, dass man die Wahl hat, wem gibt man das weiter, zu welcher Bedingung? Zum Beispiel, darf man das kommerziell nutzen oder darf man das nur für nicht kommerzielle Zwecke nutzen? Und das gilt im Übrigen auch nicht nur für Online-Inhalte, sondern auch für Printmedien. Ja, im Klassenzimmer kann man natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, aber es gibt eine Voraussetzung, und zwar natürlich, dass man das Recht schriftlich bekommen hat dazu. Wenn man jetzt aus Schulbüchern etwas kopiert, kann man das, sofern alle Schüler in der Klasse das Buch ohnehin haben, machen. Ansonsten muss man halt auch schauen, das Urheberrecht zu beachten und nicht einfach Kopien zu verteilen und herauszugeben. Und bei passwortgeschützten Lernplattformen, die nicht öffentlich sind, gelten die gleichen Bedingungen wie im Klassenraum auch, also im nicht virtuellen Klassenraum. Eine gute Lösung ist es übrigens hier, auf Lernplattformen in erster Linie Links zu verteilen, also Links zu posten und nicht einfach die Musik oder das Bild als Datei so hinaufzuladen. Ja, wenn man jetzt Unterlagen an Kollegen weitergeht oder an Kolleginnen, dann sollte man auch das Urheberrecht beachten und vor allen Dingen auch die Quelle dazu angeben. Und schön ist es dann natürlich, wenn man die Materialien unter CC-Lizenz hat, unter Creative Commons. Denn dann ist es auch einfacher, diese weiterzugeben und zu nutzen. Bei Verstößen gegen das Urheberrecht kann es nämlich sein, dass man eine Abmahnung erhält, und das möchte man natürlich auch vermeiden. Das Ganze hat aber auch natürlich den Aspekt, dass man auch respektvoll mit den Inhalten, die andere erstellt haben, umgehen möchte. Also wenn man jetzt an die Urheber denkt, beispielsweise Fotografen oder andere Künstler, die ihre Werke zur Verfügung stellen, dass man auch den Respekt zollt und dann auch die Quelle angibt. Es gibt gerade für Bilder einige gute Plattformen, wie beispielsweise Pixabay.com, aber auch andere, wo man Creative Commons lizenzierte Bilder finden kann. Das Gleiche gilt aber im Übrigen auch für Musik und für andere Inhalte. Das heißt also, wenn man das Urheberrecht vermitteln möchte als Lehrender, ist es wichtig, selber vorbildlich sich zu verhalten im Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material, dass man also auch wirklich korrekte Quellen- und Lizenzangaben macht, dass man mit den Schülern auch Quellen bespricht, ist ein wichtiger Aspekt dabei, und dass man es auch bei Referaten im Übrigen zur Pflicht macht, immer die Quellen anzugeben, damit eben auch die Schüler diesen Reflex entwickeln, mit dem Urheberrecht richtig umzugehen. Und zu guter Letzt sollte man auch wirklich daran denken, dass wirklich alle medialen Inhalte dem Urheberrecht unterliegen, dass man also bei Texten, Musik, Videos und was es alles nicht so gibt, wirklich beachtet, es gibt immer einen Urheber und man möchte das Urheberrecht nicht verletzen. Ja, das wäre im Prinzip das Wichtigste zum Urheberrecht. Wir wünschen in dem Sinne viel Spaß beim Stöbern auf den Portalen, wo man sich diese Fotos und Inhalte anschauen kann, und ansonsten gutes Gelingen beim Vermitteln des Urheberrechts.